Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 21. Skateboard. Ich muss so 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal im Fernsehen einen Skateboarder gesehen habe. Damals war ich tagelang und wohin auch immer auf Rollschuhen unterwegs. Ich sah also dieses Ding auf Rollen und verstand sofort, das brauche ich. Aber weder im Quelle noch im Neckermann-Katalog gab es welche. Vielleicht ein Jahr später, 1978, ich war inzwischen auf dem Gymnasium in der Stadt, sah ich die ersten Jungs mit diesen Brettern. Es waren ganz wenige, wohl Auserwählte. Und die meisten kamen, so dachte ich, aus reichen Elternhäusern, denn die Bretter waren, wie ich schließlich herausfand, sehr teuer. Ich selbst bekam von meinen Eltern genau deswegen keines. Bau dir selbst eines, sagte mein Vater, und tatsächlich schaffte ich es, mit Hilfe meines kleinen Bruders aus Rollschuhen, deren Lederriemen gerissen waren, mein erstes Skateboard zu bauen. Dafür montierte ich die gesamten Riemen des Rollschuhs ab, schlug mit einem Hammer die überstehenden Metallschienen platt, nahm den Rollschuh in der Mitte auseinander, was kein Problem war, weil Rollschuhe ja damals immer in den Größen verstellbar waren und also in der Mitte nur eine Verstellschiene hatten, die sie zusammenhielt. Und wenn man die ausbaute, hatte man 2x2 Rollen, aber noch kein Board. Weil meine Eltern damals ein Haus gebaut haben, gab es allerlei Restholz von irgendwoher. Aus dem sägte ich mir eine Platte, die die Form und Größe eines Skateboards hatte, schliff und schmirgelte sie zurecht, strich sie mit Farbe an und befestigte die Rollen der Rollschuhe mit Schrauben. Es hielt und sah tatsächlich ungefähr so aus, wie ein Skateboard auszusehen hatte. Zwar mussten die selbstgebauten Exemplare oft repariert werden, weil die Schrauben der Belastung wegen immer wieder ausbrachen oder die Rollen kaputt gingen, aber es war egal. Ich hatte mehrere Jahre so ein Rollbrett, wie es die Familie nannte, auf dem ich tatsächlich zu fahren lernte. Ich konnte grusen, aber für Tricks war das Rollbrett nicht so geeignet. Aber ich kam mit ihm auch am steilsten Berg noch um die Kurve. Nicht immer heil, aber meistens. Ich würde 15 oder so, andere Sachen rückten in den Vordergrund, ein echtes Board hatte ich noch immer nicht, wahrscheinlich weil ich ein Mädchen war und meine Eltern halt fanden, es geht doch auch so, warum so eine Investition in einer Zeit, in der ein Haus viel Geld schluckte. Aber egal zu welcher Zeit in meinem Leben, ich bewunderte diese Boards und was man damit machen konnte und ich schaute den Menschen, die sie fuhren, hinterher wie ungewöhnlichen oder scheuen Tieren. Ich lernte Snowboard fahren, brach mir das Steißbein, lernte Surfen, holte mir einen Kapselriss an der Hand, aber der ist verheilt. Im letzten Jahr sah ich auf Instagram ein Video von einer jungen Frau, die auf einem langen Skateboard Schritte machte, wie ich sie auf dem Surf-Longboard lernen möchte. Und eigentlich sah ich vor allem, sie tanzte. Da ging es wieder los. Ich wollte unbedingt auch so ein Board haben, auf dem man grusen und tanzen kann. Es war kurz vor Weihnachten. Ich war unterwegs, um einen rosa Plastikeimer mit rosa Kescher zum Fischefangen für Lotte, 3 Jahre alt damals, zu kaufen. Und da kam ich im Hackenviertel an einem Skaterladen vorbei, der leider inzwischen geschlossen hat. Darin stand Froni und fand das gar nicht merkwürdig, dass ich so ein Board haben wollte. Ich kaufte mir das Schönste, das es gab und ging mit rosa Eimer und Kescher in der einen Hand und Board unterm Arm nach Hause. Dieses Danceboard, das Sie auf der Fotografie sehen, war teuer. Aber ich hatte gerade den ersten Teil des Vorschusses für meinen Roman bekommen und fand, das ist verdient. Seit es nicht mehr nass ist auf der Straße, übe ich. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, Ihr aktueller Roman Jetzt bist du da, ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify,
Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.